Der Russischunterricht verläuft meistens so ab, dass wir Arbeitsblätter kriegen. Also da steht dann drauf, also Beispiel russische Wörter, also neue Buchstaben machen wir erst einmal am Anfang der Stunde. Und dann schreiben wir die natürlich. Und Frau Stetonoschko erklärt uns die auch nochmal, also wie sie genau geschrieben werden. Und dann spielen wir meistens, also zum Lesen so ein Spiel oder wir machen was anderes Spiel. Also sie hat immer so kleine Karten und da müssen wir spielen und aufpassen, wann unsere Wörter drankommen. Das ist ziemlich lustig eigentlich, also mir macht Spaß. Kaban. Ihr fahrt ja nach Russland, ne? Ja. Und ich freue mich da schon riesig drauf, weil mein Bruder hat erzählt, dass es richtig toll ist. Und mein Bruder ist dieses Jahr gefahren und ich freue mich schon voll drauf.